Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem neuen Kanal. Und ich dachte, heute stelle ich euch einfach mal diesen wunderschönen geilen Tee vor. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Evanio Reaction Kanal. Das ist das allererste Video hier auf dem Kanal. Geil, dass du dabei bist, Digga. Wirklich sehr speziell, weil das ist wirklich das erste Video. Also wer das jetzt sieht, ist wirklich allerersten Video mit dabei. Banani natürlich auch. Eigentlich wird dieser Kanal so daraus bestehen, dass ich Livestreams machen werde und die Reactions vom Livestream werden auf diesen Kanal hochgeladen. Allerdings dachte ich mir, es gibt ein Video, wo ich sehr gerne drauf reagieren würde. Und das würde besser auf diesen Kanal passen, deswegen kommt heute die Reaction auf dem Kanal hier. Im Dezember war ich ja bei Simon, also bei Unge. Wir haben uns einige Videos von Miguel Pablo angeguckt. Alter. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Und ich hab immer gesagt, ey Miguel, ach, das ist doch alles Fake. Simon hat voll unterstützt, hat gesagt, ja, das ist kein Fake. Miguel Pablo, der ist wirklich schwul, der ist glücklich und hat mir eine Chance gegeben. Simon hat mir das Gute geglaubt. Ich glaube auch an das Gute der Menschen, Leute. Aber Miguel ist einfach so, Miguel hat so oft so viel Scheiße gemacht und so viel gefaked. Und es ist einfach so klar, wenn man Scheiße baut und Vergebung bittet. Aber du kannst nicht Scheiße bauen, Scheiße bauen, Scheiße bauen und dann nochmal Scheiße bauen. Und aus Scheiße wurde Geld. Und dann komplette Scheiße nochmal auf Scheiße bauen. Digga, da glaube ich dir halt einfach nicht mehr. Und jetzt kam das Video, mein Outing war Fake. Und das, ich wollte einfach mit euch drauf reagieren, weil ich halt auf so viele Miguel Pablo Videos mit Simon drauf reagiert habe. Deswegen dachte ich mir, komm, passt doch. Und eine kleine exklusive Sache, die ich auf dem Kanal hier sagen werde. Also wenn du das Video schaust, bist du mit der Erste, der es auf den Social Medias erfährt. Und zwar das hier, das T-Shirt hier, das ihr sehen könnt. Das E, den schönen japanischen Zeichen hier. Das Rucksack auch nochmal schön die japanischen Zeichen. Das wird mein erster Merch sein. Der kommt dann wahrscheinlich in ein, zwei Wochen raus. Davon kommt eine bestimmte limitierte Anzahl raus. Ich bin eigentlich ziemlich aufgeregt, bin gespannt, wie es ankommen wird. Ich sag's euch jetzt, weil da habt ihr so ein bisschen auch exklusive Informationen hier auf dem Kanal. Und wir gönnen uns jetzt das Video, mein Outing war Fake. Uiuiui, 63.000 Dislikes. Lecker, lecker, lecker. Oh mein Gott. Scheiße. Oh, fuck. Oh. Ich bin euch etwas schuldig, und zwar dieses Video. Mhm. Ich muss dieses Video machen. Ich weiß, viele sind verwirrt. Einige werden jetzt sagen, boah, ich hatte recht. Boah, ich hatte recht! Du sagst, es ist Fake? Hundertprozentig. Hallo, Schatz. Hast du das gehört? Ach, du hast doch immer recht, Schatz. Also vor eineinhalb Monaten habe ich mich geoutet. Das Video hat fast jeder gesehen. Ey, das hat wirklich jeder gesehen. Sogar Kollegen von mir, die einfach, sag ich mal, auf YouTube ab und zu nur chillen, sogar die haben es mitbekommen. Viele haben gesagt, okay, das ist ein Prank, das ist Fake, ist vielleicht eine Verarsche, das ist ein Experiment. Ey, boah, Digga, bitte. Also ich habe mir das Video noch nicht ganz angeguckt, ich habe mir den Anfang angeguckt, habe auf Instagram das sogar gepostet und dachte mir so, oh, mach mal eine Reaction wahrscheinlich drauf. Wenn er das jetzt als Experiment verkauft, wie damals Mert Matar mit diesem Gay-Prank, oh, Bruder, bitte, wow. Sascha und ich, wir haben Aufnahmen gemacht, bevor wir das gepostet haben. Okay. Uns ist gerade irgendwie so ein Kopf gekommen, lass mal gucken, wie die Leute reagieren würden, wenn ich mich oute. Oh, das ist so schlecht. Das ist so dieses, ja, wir machen Sicherheitsaufnahmen, falls es richtig nach hinten losgeht. Wir wollen einfach nur klarstellen, dass es absolut nicht schlimm ist, wenn man schwul ist. Ist doch nicht schlimm, Digga. Sei schwul, sei lesbisch, Vögel ein Haus, leck eine Bank, Digga. Kannst doch machen, was du willst, solange keinem schadest. Aber Digga, du schadest halt Menschen damit, weil ich werde es nicht auch politisch krass korrekt machen, aber halt Leute haben ja, ey, Leute haben Angst einfach zu sagen, ich bin schwul, weil, keine Ahnung, vielleicht religiöse Hintergründe oder einfach, dass schwul ist eigentlich schon normal ist. Akzeptiert das halt jetzt nicht jeder als normal, wie man im Internet auch sieht. Mir zum Beispiel persönlich, Digga, ist mir doch scheißegal, ob jemand schwul, lesbisch oder Tomatenesser ist. Aber wie dir hat man jetzt noch mehr Angst, sich zu outen, weil in Anführungszeichen dir auch vielleicht theoretisch keiner glauben würde. Weil, Digga, das war richtig scheiße, Mann. Ey, Miguel, das war wirklich kacke. Um ehrlich zu sein, gesagt, keiner wird das haten. Alle werden sagen, top. Weil ich dachte, Deutschland ist mega tolerant. Deutschland hat doch gar nichts damit zu tun, du Vogel. Es hat eher damit zu tun, dass du einfach nur Scheiße baust. Wirklich nur Kacke. Und dann die Leute sagen so, ja, Mann, also Miguel hat uns jetzt 80 Mal angelogen. Jetzt sagt er die Wahrheit. Wir haben es gehatet, weil ich es bin. Ich habe schon oft polarisiert und echt scheiße gebaut. Ja, okay. Jedenfalls sagt er selber. Es gab leider viel zu viele, die gesagt haben, bah, schwul, ich guck dich nicht mehr. Und jedenfalls, ich erzähle euch jetzt, wie es ist. Wir haben das als Experiment verkaufen wollen. Ich eine Woche schwul sein. Aber Bruder, das ist so falsch. Ich hatte diese Idee nicht vor kurzem, nicht erst im Dezember. Ich hatte die schon 2 Jahre lang. Oh Gott, 2 Jahre lang trägst du so eine dumme Idee mit sich. Ich habe auch dumme Scheißideen, Leute. Ich kann euch das mal hier gerne erzählen. Ich hatte mal die Idee, eine Woche als Drogendealer zu arbeiten. Ja, das ist eine absolut behinderte Idee. Aber lustig. Aber sich als schwul auszugeben. Hast du nicht irgendwie Kollegen? Oder hast du keine Selbstreflexion zu sagen, ey, das ist dumm. Das mache ich lieber nicht. Würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich habe nicht an die Klicks gedacht. Natürlich, ich wusste, dass das Welle macht. Ich wusste, dass jeder drüber redet. Dafür entschuldige ich mich. Menschen machen Fehler. Das
rechtfertigt das nicht. Oder du machst 10 Millionen Fehler. Irgendwann musst du doch mal merken, also irgendwann musst du ja, also wirklich, wenn du sagen wir mal 5-mal dieselben Fehler machst, musst du auch beim 6. Mal denken, also ich hätte nicht 6-mal, er hat nicht 5-mal gesagt, er ist schwul. I'm gay. Aber ihr wisst, was ich meine, halt 5-mal irgendwie Fake Pranks und diese ganze Pisse und hier und da. Du musst doch nach dem 5. Mal denken, ey Digga, soll ich das vielleicht wirklich tun? Ich hab auch gar kein Mitleid, so, weil, Digga, du hast verkackt, Mann. Ich hab Scheiße gebaut, das war ein Fehler von mir. Ja. Wir haben es zu lang durchgezogen. Wir hätten das auflösen sollen. Ihr Digga, vor allem, ich nicht, guck mal, ich weiß gerade, also wahrscheinlich ist es auch klar, dass Miguel gerade noch Schadensersatz macht, also sprich, oder Schadensbegrenzung. Digga, du hattest so viele Chancen, auch als dieses Video rauskam, als Miguel auf der Couch mit diesem Mädchen war und sein Freund da mit diesem Mädchen auf dem Bett war und die noch so eine Scheiße hochgeladen haben. Was war das nochmal? Alles fake, die Wahrheit, ne? Und da haben die doch, glaube ich, erzählt, so, ja, ich wollte der Freundin nur helfen. Viele von euch wahrscheinlich oder einige fokussieren jetzt nur auf das, war fake. Aber das Ding ist, das Video ist auch fake, meiner Meinung nach. Er machte diese noch Schadensbegrenzung. Also in dem Sinne, dass er sagt, ja, war fake, es tut mir leid, bla bla, dann die Leute so, es liken ja auch, ihr habt ja gesehen, 7000 Leute liken das, also sind die so gesagt noch auf seiner Seite. Aber wenn ihr mal drüber nachdenkt, Digga, guckt euch das mal an, der hatte so oft die Chance aufzulösen. Hier hätte er sagen können, ey, ist fake. Dann mit ABK, so hat man auch schon gemerkt, da habe ich ja einfach gemerkt, sogar 100%ig fake. Aber da wieder alles nur fake, schon wieder derselbe Titel, da hättest du auch einfach sagen können, ey, wisst ihr was, das ist doch vor 4 Wochen, Digga. Das hört sich jetzt arschig an, das sind immer noch viele Klicks, sage ich mal, aber es ist schon zum Vergleich von 900.000 Klicks auf 90.000 Klicks, ist schon das 10-fache weniger, merkt man, dass Miguel Pablos Klicks runter und runter ging. Also das Schwul-Ding hat keinen mehr interessiert, weil es ja mittlerweile einfach normal ist. Oder beziehungsweise es hat keinen mehr gejuckt, dass du schwul bist. Und dann aufzulösen, vor allem nachdem dieses Video rausgekommen ist, wo er mit so einem Mädchen rumgemacht hat. Digga, dieses Video ist genau, also das, was wir uns gerade angucken, ist genau so eine Lüge, Digga. Aber ich kann es mir gerade auch nicht böse nehmen. Was willst du denn bitte jetzt noch machen? Soll er jetzt gar nichts mehr hochladen oder was? Dann weißt du, er muss ja irgendwas machen. Also meiner Meinung nach, ihr könnt gerne auch selber was sagen, was er zu hält. Digga, Miguel, das war's. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in 1 oder 2 Jahren Miguel Pablo wieder voll durch die Decke geht oder wieder auf YouTube am Start ist oder so. Klar, er kann auch Videos weitermachen, aber ich sag, das war zu viel, Digga. Du hast zu viel gemacht. Das war, also ich will nicht übertreiben, aber das, in meiner Meinung nach, das war's, Digga. Du kannst nicht mehr dich aus diesem Loch retten, du hast richtig verkackt, Digga. Das ist so, als ob du deine Freundin mit der Mutter betrogen hast. Es ist vorbei, also meiner Meinung nach. Digga, das, boah, Junge, hast du verkackt. Also nochmal an euch alle da draußen, die es jetzt vielleicht noch nicht verstanden haben, das Outing war fake. Wir wollten das als Experiment durchziehen und am Ende hätten wir sogar ein gutes Resultat gehabt und den Leuten gezeigt, dass Deutschland gar nicht so tolerant ist. Digga, du hättest direkt nach dem Outing-Video direkt nach hochladen sollen. Bann und Test. Weil es hat doch die Millionen Klicks. Ja, auch Arsch gewesen, natürlich. Aber da hättest du doch nicht so schlimm verschissen. Da hättest du doch nur mit der Schwester deiner Freundin geschlafen. Aber jetzt hast du ultra verkackt. Ich habe diese Dokumentation noch, wenn ihr die sehen wollt. Ja, das ist doch auch richtig Quatsch, Digga. Die Dokumentation kannst du richtig in den Arsch schieben, Digga. Du hast verschissen. Verkackt, Digga. Das ist richtig. Mein Gott, diese Doku, das ist doch albern, Digga. Die ist nicht mal gedreht oder so. Deine Sicherheitsaufnahme hast du wahrscheinlich gemacht. Aber diese Doku, das ist doch auch Quatsch. Wenn ihr die sehen wollt, schreibt es in die Kommentare oder so. Dann kann ich die immer noch posten. Ja. Also, Miguel kann auch nicht mal richtig in die Kamera so richtig manchmal gucken, wenn er lügt. Dann guckt er mal so richtig runter. So. Diese Doku existiert nicht, Junge. Also, doch, vielleicht existiert sie. Wahrscheinlich kommt sie irgendwann online. Dann sagt er, ey, ja, doch, ja, aber Digga, diese Doku. Ach. 2019 war eines meiner schlimmsten Jahre. Aber jetzt laberst du Mitleid. Klar, Psychiatrie ist scheiße und du hast da, wurdest du gefickt und hier genagelt. Aber Digga, das rechtfertigt das nicht. Das war scheiße, Junge. Das war so kacke. So brutal kacke von dir. Alter Schwede, ich bin echt sogar gespannt, ob du dich wirklich da noch rausretten kannst. Ich hab schon am Anfang, aber Simon auch schon gesagt, ich glaube, es ist fake. Und ich war mir ziemlich sicher, dass es fake ist, 100%. Ich hab ja auch gesagt. Aber Digga, warum hast du es denn so lang gezogen? Oder Digga, du hast so kacke. Ah, Digga. Also irgendwo, man will vielleicht ein bisschen Mitleid haben, sage ich ehrlich, aber irgendwie kacke ich auch drauf. Weil ich mir denke, Digga, du hast einfach mal so richtig so vielen Leuten in die Fresse gespuckt, dass du wahrscheinlich auch den Hate jetzt einfach verdienst. Ich bin trotzdem auch gespannt, ob er sich da jemals rausreden, sag ich mal, kann. Aber wenn ihr Bock habt, Leute, falls euch die Reaction gefallen hat, lasst ein Like auf dem Video da, ein Abo auf dem Kanal, falls ihr es getan habt. Ja, gerne eure Meinung in die Kommentare. Das war's jetzt mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.